Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen Tag. Heute ist ein bitterer Tag. Ich bin auch persönlich sehr betroffen. Ich hatte gestern mit Stefan Mayer ein sehr langes und auch ein sehr menschliches Gespräch, an dem auch Alexander Dobrindt teilnahm, der auch jemand ist, der ihn seit vielen, vielen Jahren genau kennt. In diesem Gespräch mit Stefan Mayer hat er mich eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Generalsekretär zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut. Ich kenne Stefan Mayer aus der Zeit der Jungen Union. Er ist ein immer großes Talent gewesen und hat viele, viele Ämter gehabt und hat sich in diesen Ämtern auch bewährt. Er war Staatssekretär im Bundesinnenministerium, einem schwierigen und belastenden Amt. Er ist seit 20 Jahren Bundestagsabgeordneter, Kreisvorsitzender der CSU vor Ort, war Vizepräsident oder ist Vizepräsident im Bund der Vertriebenen, in Sportbereichen, THW und überall präsent. Sein Start als Generalsekretär war, das darf ich glaube ich sagen, auch mit dem Großteil der Partei, die es ähnlich sieht, exzellent und vielversprechend, und wir waren alle überzeugt, ein gutes Team zu bilden und die CSU damit stark aufzustellen. Offenkundig hat es nach einer Berichterstattung eines oder mehrere Gespräche gegeben, das lässt sich aus meiner Sicht nicht ganz klären, zwischen dem Generalsekretär, dem Stefan Mayer, und einem Journalisten. Ich sage es ausdrücklich und ganz klar, die dabei wohlgefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren, sind völlig unangemessen und auch ein indiskutabler Stil. Das hat Stefan Mayer mir gestern so gesehen, hat gesagt, wenn das so gefallen sei, er könne sich da nicht genau dran erinnern, aber wenn es so sei, dann sehe er rückblickend es auch so. Er hat sich dafür jedenfalls gestern schriftlich ausdrücklich entschuldigt. Deswegen bin ich auch seinem Wunsch, ihn aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Generalsekretärs zu entbinden, auch ausdrücklich nachgekommen. Nicht leisten Herzens, aber ich bin ihm nachgekommen. Ich werde heute noch eine Schalte des CSU-Präsidiums machen, wo es noch keine Entscheidung über die Nachfolge gibt, aber die Nachfolge wird natürlich zeitnah entschieden werden, denn wir wollen rasch handlungsfähig sein. Für heute kann ich Ihnen nur das sagen, wie ich es empfinde. Zum einen, dass ich diese Worte für inakzeptabel halte, für nicht darstellbar und auch kein Umgangsstil. Aber es ist trotzdem alles schade und es ist ein Stück weit eine menschliche Tragödie, die dahinter steht. Ich wünsche ihm jetzt alles Gute und vor allen Dingen wirklich gute Besserung. Es ist eine Tragödie und ich sage das auch nochmal an diejenigen, die sich betroffen fühlen, auch persönlich. Das wäre nicht die Wortwahl von uns allen gewesen und wir waren auch über diese Wortwahl, wenn sie denn so gefallen ist, erschüttert und würden sie auch nie wiederholen und haben sie auch nicht gut geheißen. Das wollte ich ausdrücklich an der Stelle einfach sagen, damit da auch das nicht im Raum stehen bleibt. Das wäre auch nicht der Stil der CSU und meiner sowieso nicht. Es tut mir für Stefan Mayer ganz besonders, wie gesagt, eine Tragödie, aber ich wünsche ihm alles, alles Gute und vor allem gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank.